Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Konfigurationen, die von meinem Team zusammengestellt worden sind im Bereich 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 Euro, die ihr auch fertig dann bei Krotos theoretisch bestellen könntet. Es sei denn, ihr findet natürlich das System irgendwo noch bei Dubaro oder Agando günstiger, dann könnt ihr das auch da bestellen. Nur Krotos war so nett und hat dann gesagt, okay, pass auf, ihr habt jetzt die Komponenten, die bestelle ich dann alle, falls sie gebraucht werden und kann euch das dann für den und den Preis anbieten. Das schauen wir uns heute mal an. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Die Werbung, die gerade kam, die kennt ihr natürlich schon, die ist in dem Fall allerdings auch wichtig, weil die Systeme, die werden alle mit Windows ausgeliefert, aber ohne Key. Sprich, solltet ihr bei Krotos das so bestellen, bekommt ihr Windows vorinstalliert mit allen Treibern, da wird dann auch ein Belastungstest gemacht und so weiter. Und dann könnt ihr euch hinterher einen Key kaufen bei CDK und das Windows einfach aktivieren, dann seid ihr fertig damit. Dubaro zum Beispiel würde dafür, glaube ich, 50 oder 60 Euro nehmen. Und hier habt ihr dann halt Windows so mit dabei und der Key dann für 13 Euro und dann seid ihr fertig damit, wie gesagt. Das stellt jetzt hier auch keine Partnerschaft in dem Sinne dar, also keine permanente. Es ist einfach nur so, er hat uns das angeboten und ich bin auch ganz ehrlich mit euch. Ich bin ja immer transparent, was sowas angeht. Wenn ihr so einen PC kaufen würdet bei Krotos, dann würde unser Team, nicht ich, mein Team, 10 Euro dafür bekommen. Das ist dann so quasi die Provision fürs Zusammenstellen. Weil die Jungs, die haben echt da gestern da so ein paar Stunden rumgesessen und gemacht, getan. Und wie gesagt, solltet ihr einen bestellen, kriegen die einen Zehner ab. Ich nicht. Ich teile das dann hinterher nur auf und dann bin ich fertig damit. Das geht einfach nur um das Discord-Team, was euch ja auch immer behilflich ist bei irgendwelchen Hardware-Fragen oder ähnlichem. Ich denke, das ist ganz fair. Über 10 Euro braucht man nicht streiten. Gut, wir starten mit dem PC-Check 1000. Die heißen so, weil die Geizhalslisten, die ihr gleich seht, halt für den Preis ungefähr verfügbar sind. Ihr könnt natürlich die Komponenten auch selber bestellen und selber zusammenbauen. Hier wird dann einfach nur ein Preis aufgeschlagen. In dem Fall sind es 150 Euro. Warum 150 Euro? Ihr kennt das ja von Mindfactory und Alternate. Die nehmen auch 150 Euro fürs Zusammenbauen. Und ich denke, das ist ganz fair. Wir haben auch Systeme da, die günstiger konfiguriert worden sind. Also überhaupt keine Frage. Wir starten jetzt erstmal mit dem 1000er. Auf dem Bild seht ihr wie immer nur das Gehäuse. Das ist jetzt hier bei allen so der Fall. Also kein Bling-Bling, was irgendwie nicht drin ist oder so, sondern wirklich nur das Gehäuse. Starten wir mit dem Prozessor. Das ist ein Intel Core i5-12400F. Der hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Zum Zocken reicht der dicke. Wollt ihr streamen, solltet ihr ein bisschen mehr investieren, vielleicht in den 12600F oder ähnliches, dass ihr mehr Kerne habt, weil beim Stream, je nachdem worüber ihr rendert, habt ihr eine höhere Auslastung. Ansonsten ist das System natürlich nur zum Zocken gedacht, es kostet 1000 Euro. Wer streamen möchte, kann eventuell damit noch Valorant und so streamen, ja. Aber für AAA-Titel oder ähnliches ist es halt dann ein bisschen mager. Das ist die aktuellste Intel-Generation. Ihr könnt natürlich auf dem Board auch einen besseren Prozessor verbauen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ihr seid dann für die Zukunft noch gewappnet. Ich denke mal, die 13000er-Serie wird auch auf diesem Sockel laufen. Da könnt ihr hinterher dann noch ein bisschen erweitern. Und der Prozessor kostet 187 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommt ihr eine AMD RX 6650 XT 8 GB. Wir haben jetzt in dem Fall bei Geizhals die Gigabyte Radeon RX 6650 XT Eagle 8G genommen. Die hat 8 GB Speicher, das reicht natürlich für die aktuellen Titel. Ich finde es immer ein bisschen knapp, wenn ihr jetzt in WQHD oder 4K zocken wollt, müsst ihr vielleicht die Textur ein bisschen runterdrehen, sonst wird das mit dem Speicher nichts. Ansonsten reicht die zum Zocken natürlich dicker aus. Was Krotos verbaut, kann ich euch leider nicht sagen. Der lässt sich das offen, der hat die überhaupt nicht lagernd. Er nimmt das, was gerade am günstigsten am Markt ist. Kann auch eine KFA2 oder Manli oder sowas werden, ja. Deswegen, wir haben die jetzt in der Geizhalsliste. Solltet ihr das so bestellen, kriegt ihr natürlich die Gigabyte. Bei Krotos wissen wir es jetzt nicht ganz genau, was ihr da kriegt. Es ist auf jeden Fall eine 6650 XT. Die reicht, wie gesagt, für Full-HD-Gaming locker aus. In WQHD geht es auch noch. Da müsst ihr hier und da ein paar Sachen runterstellen. Cyberpunk und so, ist klar, ne? Da müsst ihr ein bisschen reduzieren. Ansonsten ist das soweit eine gute Karte. Ist irgendwo im mittleren Bereich. Dann kommt noch eine 6700 XT, 6800 XT und so weiter. Deswegen, da wurden jetzt noch ein paar Nachfolger quasi rausgebracht, vor ungefähr einem Monat oder so. Aber das ist schon eine ganz solide Karte. Und die kostet 409 Euro bei Mindfactory. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir G-Skill Ripshaws 5 16 GB, DDR4 3600 MHz, CL18 Kit 2x8 GB.
Also ein Dual-Channel-Kit, sage ich immer wieder in den Videos. Wenn ihr einen Rechner habt, wo nur ein RAM-Riegel drin ist, baut euch noch einen zweiten mit dabei. Ihr habt dann auf jeden Fall mehr FPS. Hier haben wir zwei Stück. 16 GB ist auch noch in Ordnung, bei dem Preisbereich sowieso. Wenn ihr streamen wollt und ähnliches, dann solltet ihr vielleicht sowieso auf 32 gehen. Das ist so meine Meinung, ist auch zukunftssicherer. Ihr könnt natürlich später dasselbe Kit nochmal kaufen und dann dazu stecken, wenn ihr das möchtet. Hier sind aber erstmal 16 GB drin. Wir haben hier auch 3600 MHz. Das ist über der Spezifikation von Intel. Das heißt, hier und da holt ihr noch ein paar mehr FPS raus. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ist halt geil, dass es drin ist. 3200 MHz hätten theoretisch gereicht, ja, aber wir haben 3600 da genommen. Ist halt preislich ein Unterschied von vielleicht 10 Euro. Da wollten wir uns jetzt nicht lumpen lassen, haben das so da reingepackt. Der hat kein Bling-Bling oder ähnliches. Das gilt übrigens für die meisten Systeme, nicht alle, aber für die meisten gilt es, dass wir auf Bling-Bling und so weiter verzichtet haben oder auf schicke Gehäuse oder so. Wir sind wirklich nur auf die technische Variante gegangen und da habt ihr dann ordentlich Leistung. Wer Bling-Bling möchte, kann natürlich auch alles irgendwie upgraden. Die Systeme sind ja konfigurierbar. Und der kostet 61,90 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein Gigabyte B660 Gaming X DDR4. Und ja, wir schaffen es auch in einem 1000-Euro-System ein Full-ATX-Board reinzuklatschen. Das ist sogar relativ gut, hat viele SSD-Steckplätze und so weiter. Es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD rein, hier unten können noch 2 Stück verbaut sein. Also wenn euch 1 TB Speicher später nicht reichen sollte, dann könnt ihr halt hier noch weiter erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr eine Capture-Card oder WLAN-Card einbauen, wie ihr wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0. Die Onboard-Anschlüsse werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil ihr eine Grafikkarte habt und ein Netzwerk. Anschluss. Wichtig sei noch zu sagen, das hat natürlich kein WLAN. Das gilt auch hier für die meisten Systeme. Wollt ihr WLAN haben, nehmt euch eine WLAN-Karte oder einen Stick mit dabei. Kriegt ihr auch bei Amazon, müsst ihr gar nicht bei Krotos mitbestellen. USB-Stick kriegt jeder reingesteckt. Das ist soweit ein grundsolides Board. Klar, wenn ihr hinterher teure Systeme habt, 2000, 2500 Euro oder so, dann nehmt ihr andere Boards. Aber zum Einstieg ist das echt super. Und das kostet 154 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine Kioxia Xeria G2 SSD, 1 TB M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Mehr brauchen die normalen Gamer auch nicht. Wenn ihr jetzt natürlich täglich viele Videos und Bilder hin und her schaufelt, ja klar, dann braucht ihr eine bessere SSD, zum Beispiel eine Samsung 980 oder so. Aber zum Zocken reicht die dicke 1 TB bei 1000 Euro, finde ich auch noch völlig in Ordnung. Und die kostet 75 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein LC Power Cosmo Cool LCCC120. Den hatten wir jetzt schon öfters in den Videos. Der hat eine TDP von 180 Watt, kann den Prozessor natürlich locker kühlen, hat kein RGB oder Bling Bling oder so. Er macht technisch einfach nur einen guten Job. Und das war uns auch wichtig bei diesem System. Und wie gesagt, den hatten wir schon öfter. Kann ich auch bei dem Prozessor zumindest nichts Schlechtes drüber sagen. Wenn ihr jetzt hinterher einen stärkeren Prozessor habt, zum Beispiel einen 12600K oder 12700K, solltet ihr was anderes nehmen. Aber für den hier reicht der dicke. Und der kostet 21,29 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet Pure Power 11 500 Watt. Das ist die einzige Komponente, die ich noch gewechselt hatte. Mein Team hat ja diese Listen gemacht und die habe ich dann so durchgeguckt und da war vorher ein anderes drin, was ich nicht so geil fand. Und das 500 Watt von BeQuiet, finde ich, ist ein sehr solides Netzteil. Ist natürlich nicht modular, hat aber 5 Jahre Garantie und 80 plus Gold-Zertifizierung, also ist auch sehr effizient. Wenn ihr später noch eine stärkere Grafikkarte reinbaut, vielleicht eine 3070, eventuell noch eine 3070 Ti, dann muss aber Schluss sein. Achtet darauf, dass ihr vielleicht ein anderes Netzteil nehmt, wenn ihr das plant. Mit der Grafikkarte und dem Prozessor reicht es natürlich. Solltet ihr später auf jeden Fall irgendwie noch auf eine 3080 oder so gehen, keine Ahnung. Vielleicht sogar bei einer 3070 Ti würde ich schon sagen, stopp, da sind 500 Watt zu wenig. Aber für das System reicht das. Und das kostet 62,40 Euro bei etech.at. Das ist jetzt in Österreich der Fall. Hier haben wir auch noch Mindfactory, sind 18 Cent mehr. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1025,49 Euro. Das System soll kosten 1150. Da seid ihr jetzt bei 125 Euro Aufpreis. Ihr kriegt Windows vorinstalliert, habt Garantie auf das System. Läuft. Was ich noch sagen will, ist hier Bearbeitungszeit ca. 7 bis 10 Arbeitstage. Bedeutet im Endeffekt ungefähr 2 Wochen. Da müsst ihr euch auch ungefähr drauf einstellen. Wo ich einen Review-PC hier hatte von Krotos, da musste ich selber auch 2 Wochen drauf warten. Deswegen, lasst es euch gesagt sein, wenn ihr jetzt morgen einen PC braucht, dann braucht ihr damit gar nicht anfangen. Aber wie gesagt, wenn ihr sagt, ich bestelle den jetzt, kann 2 Wochen warten, dann kommt der passend an. Mir ist auch gerade noch eingefallen, ich habe das Gehäuse gar nicht aufgezählt, weil es unten in der Liste gar nicht drin war. Das ist ein Silentium PC Signum SG1 TG Glasfenster. Das hat vorne einen Lüfter vorinstalliert und hinten auch einen Lüfter vorinstalliert. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Natürlich kann man in der Front oder auch an der Oberseite noch weitere mit einbauen. Kann man, glaube ich, bei Krotos sogar auswählen. Das ist halt kein Gehäuse mit Bling Bling oder ähnlichem. Es hat eine schöne Scheibe. Ja, wenn da Komponenten drin sind, die leuchten, wie zum Beispiel die Grafikkarte, sieht man das auch. Aber ansonsten ist es halt ein schlichtes Gehäuse, was aber technisch soweit eigentlich einwandfrei ist. Das Kabelmanagement könnte noch ein bisschen besser sein, ja. Aber für so einen PC reicht es halt dicke. Dann haben wir hier den zweiten PC. Das ist der PC-Check 1250, den hat er so genannt. Der kostet 1370.
Der hat den gleichen Prozessor, hat allerdings schon eine AMD RX 6700 XT. Wir haben jetzt die ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger Pro OC genommen. Die habe ich selber auch. Ich spiele damit die top aktuellen Spiele, nur in Full HD. Ich habe keinen Vico HD Monitor. Ich spiele in Full HD, dafür reicht das ganz locker. Wollt ihr natürlich noch mehr Leistung rausholen, womöglich 4K spielen, was die wenigsten tun, aber wollt ihr das tun, nehmt eine stärkere Grafikkarte. Ansonsten ist die natürlich top, hat auch schon 12 GB Speicher. Was die 6700 XT angeht, er hat lagernd die MSI Mech, da muss ich jetzt gerade gucken, ich habe hier eine Liste, eine MSI Mech und die Red Devil von PowerColor hat er lagernd. Die Red Devil ist eine geile Karte auf jeden Fall. Also ihr kriegt nicht die ASRock Radeon, ihr kriegt dann halt eine Red Devil oder die MSI. Die tun sich leistungstechnisch kaum was. Die haben anderes Kühldesign, ja, aber leistungstechnisch sind die eigentlich alle auf einem Level plus minus vielleicht 5%, wenn es vielleicht so eine OC-Karte ist. Aber technisch tun die sich wirklich nicht viel und das ist auf jeden Fall eine solide Karte. Und die kostet 519 Euro bei Mindfactory. Bevor ich das Gehäuse vergesse, mache ich es am besten jetzt. Das ist ein Silentium PC Signum SG1V Evo TG ARGB Glasfenster. Das hat drei Lüfter in der Front vorinstalliert und einen im Heck. Also ihr habt ordentlich Airflow, das ist auch noch RGB beleuchtet. Das ist jetzt natürlich so eine optische Geschichte. Natürlich hätte auch in der Front ein Lüfter gereicht und hinten einer, aber hier ist es halt so konfiguriert. Wie gesagt, das Team hat das gemacht und ich finde das Gehäuse mit RGB-Lüftern auch schon so ein bisschen schicker. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Unterscheidet sich technisch ansonsten kaum von dem anderen Case, was wir eben gesehen haben. Jetzt haben wir hier allerdings auch schon G-Skill Ripjaws 5 32 GB DDR4 3600 MHz. Ja, es sind schon 32 GB. Das funktioniert auch schon bei dieser Preisklasse. Es sind 2x16, also auch Dual-Channel. Es ist die gleiche Marke wie eben auch. Auch kein Bling-Bling oder so drumherum. Auch 3600 MHz, also über der Spezifikation von Intel. Ist ein solider RAM, haben wir auch schon öfters verbaut, überhaupt kein Problem. Und der kostet 109 Euro bei Mindfactory. Hier haben wir auch wieder das gleiche Mainboard von eben drin, die gleiche SSD. Hier haben wir allerdings als CPU-Kühler einen Arctic Freezer 34 eSports Duo. Der hat eine TDP von 210 Watt. Das muss noch nicht sein bei diesem Prozessor. Wir haben hier dabei bedacht einfach nur, wir müssen irgendwie auf diesen Preispunkt kommen. Und wenn ihr später zum Beispiel einen 12600F oder so verbauen wollt, könnt ihr den Lüfter einfach belassen, da müsst ihr nichts tauschen. Das ist also eher ein System, wo ihr vielleicht hinterher noch upgraden könnt, ohne gleich den ganzen Lüfter oder eine Wasserkühlung oder so tauschen zu müssen. Hier, der hier ist auf jeden Fall ein super Kühler, haben auch einige schon getestet bei uns in der Community, ist ein Top-Ding. Und der kostet 39,79 € bei Mindfactory. Und als Netzteil kommt hier zum Einsatz ein MSI MPG A650 GF 650 Watt. Das hat 10 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und ist vollmodular. Das ist natürlich etwas mehr Wattleistung, weil die Grafikkarte sich ein bisschen mehr genehmigt. Wir gehen da auf Sicherheit. Wie gesagt, es ist auch qualitativ schon ein bisschen besser als das BeQuiet. Vor allen Dingen ist es modular und es hat halt 10 Jahre Garantie. Was will man mehr? Das hatten wir auch schon häufig in anderen Videos, auch schon von Dubaro oder so. Das ist auf jeden Fall ein solides Netzteil. Und das kostet 84,77 € bei Mindfactory. Dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1250,46 €. Das System soll kosten 1370. Sprich auch hier 120 Euro für Windows vorinstalliert und Zusammenbau und Garantie. Ist auch in Ordnung. Natürlich kommt überall noch Versand drauf. Das will ich euch auch noch dazu sagen. Ist aber bei den meisten so. Aber hier habt ihr 120 Euro Aufpreis und das ist auch völlig in Ordnung. Dann haben wir hier noch den PC-Check 1500, der hier 1640 kostet. Auch hier wieder der gleiche Prozessor. Hier haben wir auch schon eine AMD RX 6800 XT 16 GB drin. Die ist natürlich noch eine ganze Stufe höher und die günstigste war tatsächlich im Moment die Taishi X, die ich persönlich auch sehr schön finde vom Design her. Auch hier WQAD Gaming und so weiter, überhaupt kein Problem. Da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ihr könnt auch auf 4K spielen, klar, auch da müsst ihr dann die Einstellung vielleicht ein bisschen reduzieren. Danach kommt nur noch die 6900 XT und 6950 XT. Die 6950er, die ist, naja, in meinen Augen irgendwo Quatsch, ne? Also 6900er sollte immer so das Ziel sein. Und die ist auf jeden Fall ganz solide. Er hat in dem Fall die MSI Gaming Z Trio lagernd, also auch Triple Fan Design, das heißt die Kühlung ist auf jeden Fall gegeben bei dem Ding, die sieht auch gut aus, aber in der Geizhalsliste nehmen wir jetzt die, falls jemand von euch auf die Idee kommt und selber baut. Und die kostet 759 Euro bei Mindfactory. Was ich auch noch dazu sagen möchte, wer ein Nvidia-System möchte, der kann das gerne auch umkonfigurieren. Ihr lasst einfach alles so, das passt dann soweit, auch mit dem Netzteil. Wir haben genug Puffer mit eingebaut, dann packt euch eine 3070 Ti oder so rein, wenn ihr unbedingt Nvidia wollt. Aus welchen Gründen auch immer, es kann sein, ihr wollt mit Raytracing spielen oder DLSS oder so, obwohl AMD kann es auch, aber nicht so gut wie Nvidia. Das müsst ihr selber wissen. Konfiguriert es euch dann einfach um. Wie gesagt, der Rest kann dann so bleiben. Auch hier haben wir wieder die G-Skill Ripjaws 5 32 GB drin, wie bei dem letzten PC auch. Auch das gleiche Mainboard, hier haben wir auch die gleiche SSD, hier haben wir den gleichen CPU-Kühler und ein 750 Watt Netzteil. Brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, hat auch 10 Jahre Garantie, ist auch Gold-zertifiziert und vollmodular, hat 100 Watt mehr als das andere, ist der gleiche Hersteller, völlig in Ordnung.
Und das kostet 93,90 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse haben wir in dem Fall das Silentium PC Signum SG7VTG. Das hat vorne schon drei Lüfter vorinstalliert und hinten einen. Das ist auch ein bisschen größer als die anderen Cases. Und da passt auf jeden Fall auch alles rein. Wer Bling Bling möchte, nimmt RGB-Lüfter. So einfach ist es. Ansonsten der Airflow ist gegeben. Dann hätten wir auch schon das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtergebnis von 1507,59 Euro, das System soll kosten 1640 Euro, also bummelig 130 Euro, 140 Euro fürs Zusammenbauen, ist auch noch in dieser Range drin, was ich ja eben am Anfang schon sagte, wie Mindfactory und Alternate, günstiger kriegt ihr es da auch nicht, aber lasst es euch halt gesagt sein, ihr könnt diese Liste einfach nehmen und dann von einem Nachbarn zusammenbauen lassen oder selber bauen, wir helfen euch da gerne in der Community auf dem Discord-Server. Dann haben wir hier noch den PC-Check 1750, der hier 1890 Euro kostet. Hier haben wir jetzt schon einen Intel Core i5-12600KF, der hat 10 Kerne, 6 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Threads, also 12 Threads als Performance Kerne und 4 Efficiency Kerne. Sage ich immer wieder in den Videos, die Efficiency Kerne, die sind einfach nur dafür da, macht ihr Multimedia, YouTube oder ein bisschen, weiß ich nicht, Büroarbeit oder ähnliches, dann werden nur die Efficiency Kerne quasi beansprucht, ihr spart dadurch auch Strom und Wärme vor allem. Und ansonsten, wenn ihr zockt, schalten sich die Performance Kerne dazu. In dem Fall bekommt ihr auch Windows 11 bei dem System. Dann solltet ihr euch einen Windows 11 Key besorgen, weil Windows 11 mit diesen Performance- und Efficiency-Kernen besser klarkommt. Deswegen musste ich jetzt auch umsteigen. Ich bin kein Fan davon, aber es ist halt einfach so. Der hat eine TDP von 125 bis 150 Watt und unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz und DDR4 3200 MHz. Und der kostet 275,20 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir hier eine Nvidia RTX 3080 10 GB. Wir nehmen jetzt in dem Fall die EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming LHR 10 GB. Natürlich gibt es die auch als 12 GB Variante. Habe ich in anderen Videos auch schon gesagt, gefällt mir nicht, dass es so da drin ist. Wir mussten jetzt hier den Preispunkt mit Geizhals treffen. Die anderen Hersteller haben ja meistens Margen 300, 400 Euro, vielleicht sogar noch mehr. Und da nehmen die dann trotzdem auch nur die 10 GB. Wir haben sie jetzt genommen, weil die Liste dann so passt. Ihr könnt natürlich auch die 12er nehmen, die ist ein bisschen teurer. Ist eine gute Grafikkarte, danach kommt noch die 3080 Ti, 3090, 3090 Ti und die Radeon 6900 XT zum Beispiel oder 6950 XT. Die ist aber schon sehr solide. Also auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. Ihr findet auch zu allen Systemen den FPS-Test dann unten in der Videobeschreibung. In dem Fall ist es bei Krotos so, hat er die KFA2 SG lagernd. Es kann auch sein, dass das dann irgendwann wechselt, wenn die ausverkauft sind, dass er dann wieder andere einkauft. Die hier wird es auf jeden Fall erstmal nicht sein. Und die kostet 888 Euro bei Notebooks billiger. Ansonsten haben wir auch wieder dieses 32 GB Kit an RAM, das gleiche Mainboard, die gleiche SSD, den gleichen CPU-Kühler, das gleiche Netzteil und drei zusätzliche Arctic P14 PWM PST Lüfter. Die kosten pro Stück 7,24 Euro. Ist einfach nur für den Airflow gedacht. Natürlich habt ihr hier schon in der Front drei Stück drin und hinten ein. Wir haben uns aber gedacht, okay, alles klar, wir bauen oben auf jeden Fall noch welche ein, damit der Airflow eben so gegeben ist, dass die kalte Luft von vorne reinströmt und die warme Luft oben rausgeht. Ihr habt ja oben keine Wasserkühlung drin. Wäre jetzt eine Wasserkühlung drin, wäre das ein anderes Thema. Hier geht es einfach nur darum, dass er die warme Luft oben rausbläst. Und das geht halt nicht ohne Wasserkühlung, also nehmen wir einfach nur die Lüfter für 7 Euro und ein paar kaputte. Das passt soweit. Dann haben wir auch hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1746,51 Euro. Das System soll kosten 1890. Da kratzen wir auch so an diesen 150 Euro fürs Zusammenbauen mit Windows und Garantie. Wie gesagt, den Key müsst ihr selber kaufen. Könnt ihr mal bei einem Partner dann machen. Ich sag's immer wieder, aber es gibt Leute, die skippen im Video einfach zu dem Preispunkt, der sie interessiert. Deswegen sage ich es immer wieder. Und dann wären wir auch schon beim letzten angekommen. Das ist der PC-Check 2000 für 2130 Euro. Der Prozessor ist in dem Fall ein Intel Core i7-12700F. Der hat eine TDP von 65 bis 180 Watt, 12 Kerne und 20 Threads, also 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Er hat einfach nochmal ein paar mehr als der 12600er. Ist zum Stream auch super geeignet, auch zum Rendern, um Videos zu rendern oder ähnliches, was ihr gerne damit machen möchtet. Unterstützt auch hier DDR5 4800 MHz und DDR4 3200 MHz. Wir haben wieder 3600 MHz rangenommen, ist ja klar, ein bisschen OC muss immer sein. Und der kostet 338,98 Euro bei Mindfactory. Hier haben wir in dem Fall als Grafikkarte eine PowerColor AX 6900 XT Red Devil 16 GB. Die haben wir schon sau oft empfohlen. Ich habe sie selber schon verbaut bei zwei Leuten. Das Ding ist ein Monster. Das ist so ein Oschi. Die wiegt 2,5 Kilo, wenn ihr die ins System reinpackt. Die braucht auch eine Grafikkartenhalterung auf jeden Fall. Und die ist eine super Karte. Danach kommt noch die 6950 XT. Ja,
und vielleicht von Nvidia die 3090, 3090 Ti, wobei die tun sich da dann auch nicht mehr viel. Das ist aktuell so ziemlich das Top-Modell von AMD. Was anderes würde ich da gar nicht verbauen, wenn ihr noch höher gehen wollt. Es sei denn, es ist Nvidia, das ist ein anderes Thema. Das ist echt eine Top-Karte. FPS-Test findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 949 Euro bei Mindfactory. Auch hier haben wir wieder die RipJaws 5, 32 GB. Auch hier das Gigabyte B660 Gaming XDDR4. Jetzt fragt ihr euch, Moment mal, bei so einem Prozessor ein B660-Board nehmen? Ja, es ist der F, der ist sowieso nicht übertaktbar. Solltet ihr einen KF nehmen oder einen K, dann nehmt ein Z690-Board. Wir sind hier wirklich auf Preis-Leistung gegangen. Es ist kein Micro-ATX oder so, es ist ein gutes Board. Aber wie gesagt, wollt ihr übertakten, geht auf jeden Fall auf Z690, nehmt den K-Prozessor. Und bevor ich es vergesse, auch hier ist es natürlich ein K-Prozessor, das hat aber einen Grund, warum da auch nur ein B660-Board drin ist. Es ist einfach so, der K beim 12600K, klar, steht erstmal fürs Übertacken, steht aber auch dafür, dass ihr Performance- und Efficiency-Kerne hat. Der normale 12600 hat das nicht. Deswegen nehmen wir hier bei einem K-Prozessor auch kein Board zum Übertakten. Man hätte es machen können, klare Sache. Aber wir wollten in dem Preispunkt bleiben und es macht da überhaupt keinen Sinn. Wir haben K wirklich nur wegen den Kernen genommen. Ansonsten hätten wir hier noch eine Fastro MS200 2TB M.2 SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die ist also schon ein gutes Stück schneller und es sind halt 2TB anstatt 1TB. Das ist das, worüber ich mich auch gerne aufrege. Ich sage dann immer, wie kann in einem 2000-Euro-System nur 1TB drin sein? Hier haben wir 2 und die ist dazu noch gut schnell. Und die kostet 150,98 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir hier schon eine Arctic Liquid Freezer 2 360. Die hat kein RGB-Bling-Bling oder ähnliches. Die gibt es auch als RGB-Variante. Wer drauf steht, konfiguriert sie sich bitte rein oder fragt bei Krotos nach. Das ist eine super Wasserkühlung, die habe ich selber. Ich habe selber eine 12700K und wenn ich damit render, der kommt nicht über 65 Grad. Keine Chance. Und hier drin sind 25 Grad in dem Raum. Deswegen öle ich jetzt gerade auch so ein bisschen. Das seht ihr vielleicht gar nicht, aber es ist so. Das ist auf jeden Fall eine Top-Wasserkühlung. Habe ich selber im System, kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Hat 6 Jahre Garantie, die Lüfter sind leise, alles schön. Was bei vielen der Fall ist, denen gefällt der Pumpenkopf nicht, aber ich kann euch sagen, er sieht gar nicht so scheiße aus. Auf den Bildern sieht er so ein bisschen mäh aus, aber der sieht schon gut aus im System. Klar gibt es hübschere mit Display und so, aber wir sind wirklich auf technische Leistung gegangen. Und die kostet aktuell 89,90 Euro bei ProShop. Das Netzteil ist ein MSI MPG A850 GF 850 Watt. Ist quasi das gleiche wie bei 650 und 750 Watt. Hier haben wir 850 Watt. Ist natürlich auch ein bisschen der Grafikkarte und dem Prozessor geschuldet. Ihr habt aber locker noch Luft. Ihr könnt noch ein bisschen erweitern, wenn ihr möchtet. Hat auch 10 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und ist voll modular. Ist also ein Top-Netzteil. Und das kostet 109 Euro bei Mindfactory. Bei dem Gehäuse haben wir jetzt wieder den Silentium PC Signum SG7 VTG Glasfenster genommen. Wieder mit den 3 Lüftern in der Front, ein Lüfter im Heck und oben kommt halt die Wasserkühlung rein. Beziehungsweise in die Front und die Lüfter werden dann nach oben umgebaut. Je nachdem müsst ihr Krotos mal fragen, wie ihr das handhabt. Auf jeden Fall habt ihr den Airflow da gegeben. Und das kostet 89,90 Euro bei Alternate. Und dann wären wir hier auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.990,76 Euro, das System soll kosten, 2.130 Euro, also 140 Euro, wie gesagt, wieder mit Windows-Vorinstallation, Treiberinstallation, Garantie und ihr kriegt halt noch diesen Test. Ich hatte ja bei diesem einen Test so einen Wisch dabei, wo sie Belastungstests und so gemacht haben. Das ist alles mit drin. Ihr bräuchtet halt nur noch einen Windows-Key. Also Windows ist schon drauf, ihr könnt den hochfahren, es läuft alles, nur ihr müsst halt das noch aktivieren. Ihr könnt es auch erstmal so benutzen, dann habt ihr aber dauerhaft dieses nervige Wasserzeichen unten in der Ecke, auch in den Spielen. Das ist nicht nur auf dem Desktop so, egal wo ihr gerade irgendwie unterwegs seid, habt ihr immer dieses Wasserzeichen, es nervt einfach nur. Das wären jetzt soweit alle Systeme. Die gehen jetzt von 1000 bis 2000 Euro. Wir haben insgesamt 5 Stück, a 250 Euro immer Steps hoch. Und ich denke, damit kommt man ganz gut zurecht. Ich habe bei euch nämlich dann auch gelesen, also bei der Umfrage, dass viele sagten, 2.500 und so, das macht doch überhaupt keinen Sinn oder macht doch kleinere Steps, dass man da mehr Leistung hat und so. Haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt 5 Systeme. Wenn ihr natürlich noch ein besseres System haben wollt und ein anderes Case oder so, geht gerne in den Discord rein. Krotos selber ist da vertreten. Kein Support-Mitarbeiter oder so von ihm, sondern der Chef selbst. Der Chef von Krotos Computer, der ist bei uns auf dem Discord, wollt ihr euch was zusammenstellen lassen, könnt ihr den auch gerne fragen. Ihr könnt auch hier umkonfigurieren. Ihr könnt auch was ganz anderes machen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt sagen, ich habe 3000 Euro zur Verfügung, macht was draus und machen wir euch eine Liste und Krotos erstellt vielleicht dazu ein Angebot oder ihr baut einfach selber, wie ihr gerne möchtet. Wenn ihr Glück habt, findet ihr so ein System ähnlich, vielleicht auch bei Dubaro oder Gando oder CSL, keine Ahnung, wo ihr gerade gucken wollt. Die haben auch manchmal Angebote, dann kauft auch ruhig da. Wie gesagt, mein Team, das verdient 10 Euro pro PC, wenn ihr da jetzt einkauft. Ich bin so transparent. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich kriege da nichts für. Tue ich auch nicht, aber mein Team kriegt Geld dafür. Die kriegen jetzt 10 Euro pro PC, nur bei diesen.
Nicht auf dem Discord. Wollt ihr euch was Eigenes zusammenstellen lassen, kriegen wir da nichts für. Das bleibt auch so. Und wie gesagt, nach 2 Wochen sind die Dinger erstmal wieder weg. Wenn ihr mir jetzt natürlich in den Kommentaren sagt, hey, lass sie doch 3 Wochen drin oder 4 Wochen, ich muss noch ein bisschen sparen oder so, ja, dann versuchen wir das zu halten. Wir müssen ein bisschen die Preise im Auge behalten. Wenn jetzt bei Geizhals eine Grafikkarte um 100 Euro droppt, wird es wieder zu teuer. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr so in dieser Range seid, sag ich mal, zwischen 100, 150, 200 Euro an Mehrpreis fürs Zusammenbauen. Alles darüber finde ich schon wieder zu teuer. Ihr kennt mich, ihr kennt meine Videos. Also lasst gerne einen Kommentar da, was ihr darüber denkt. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt bei den PCs, auch gerne rein damit. Ich bin für Kritik völlig offen, mein Team auch. Die haben ja diese Geizhalslisten gemacht. Und ich gebe das auch so weiter. Ihr könnt es denen auch direkt im Discord sagen, wenn ihr das möchtet. Überhaupt kein Problem. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr noch irgendwas zu verbessern habt an den PCs oder irgendwelche Kritik habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich gebe das weiter ans Team oder schreibt es eben selber in Discord ans Team direkt, wenn ihr sagt, ey, das gefällt mir aber nicht so gut. Wobei ich glaube, die Systeme sind echt in Ordnung. Dann lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.